So, schaut's mal, liebe Leute, wir sind eigentlich ganz hinten bei dem Video, weil ich hänge jetzt vorne was an, was ich hinten vergessen habe. Und weil ich mir nicht sicher bin, dass hinten nur immer alle dabei sind, hab mir gedacht, sicherer ist, ich sag's vorne. Das Video, was jetzt dann gleich kommen wird, das ist eine Antwort auf eine Frage in die Kommentare. Und mir ist aufgefallen, dass das eigentlich voll super ist, wenn da drinnen einmal eine Frage gestellt wird und ich kann dann auf eine Frage antworten und ein Video machen, ist für mich viel leichter, wie ich zuzelt mir irgendwelche Ideen aus dem Hirn, was euch jetzt gerade interessieren könnte. Also die große Bitte, wenn ihr Fragen habt, die was glaubt, hey, das war einmal super, wenn das der Pflanzenkasperl erzählt, dann fragt das in die Kommentare und ich werde sicher nicht jede Frage irgendwie aufnehmen oder bearbeiten. Und bei manchen Fragen gebe ich zu, denke ich mir, ja, fragt Google. Aber probiert es einfach und wenn was dabei ist, werde ich mir da einen Katalog zusammenschreiben, wo ich dann die Fragen nach und nach abarbeite, wenn das Ganze gut passt. Und wieso ich das jetzt da angefangen habe, ist, weil ich bei dem Video, was jetzt gleich kommt, auch vergessen habe, dass ich euch gesagt habe, ja, das, was gerade so auffällig weiß blüht überall, ist die gewöhnliche Traubenkirsche und da gibt es ganz prächtige Exemplare. Und das ist nur alle ein kleines Exemplar, also die können bis zu 15 Meter hoch werden oder eben strauchförmig bis zu 10 Meter und das kann ein echtes Spektakel sein. Ich bin mir sicher, dass euch das jetzt schon oft auffällt, wenn ihr unterwegs seid. Ja, das dazu erzählt, also das habe ich jetzt praktisch auch vorgereiht, das Versprechen, dass ich da noch ein größeres Exemplar herzeige, weil da, wo wir jetzt miteinander hingehen, habe ich nur ein paar Blüten mitgehabt. Gut, ja, aber bevor wir gehen, also das muss nicht so groß sein, die Traubenkirsche, die wird nicht alt, so 60 bis 80 Jahre und trotzdem so groß, das heißt, man muss ziemlich schnell wüchsig sein und ich werde wahrscheinlich auch einmetrige Traubenkirschen finden, die was schon blühen können. Nur das dazu gesagt, also das ist wirklich eine Variationsvielfalt im Erscheinungsbild. Gut. Aber jetzt gehen wir mal zum richtigen Video. Ich hoffe, es wird euch was bringen und ich glaube das sogar in dem Fall. Passt, pfiat euch. Also nicht pfiat euch, sitzen bleiben und jetzt geht's los. So, willkommen liebe Leute beim weiteren Dinge da draußen und ich habe es ein bisschen schwierig mit dem Platzerl finden, weil erst war ich wo es windgeschützter war, aber mitten im Wald hat dann irgendwer geglaubt, er muss schauen, wie ich laut sein Motorrad gehen kann, weil man das wahrscheinlich in der Siedlung gar nicht darf. Da kommt jetzt da ein Hubschrauber. Also wir nehmen das, was wir da haben, aber dafür habe ich was vorbereitet und ich probiere das einmal strukturiert. Und es ist danke Veronika, ich weiß nicht, ob es Abonnentin ist, aber die hat die Frage gestellt, wie wir sie letztens auch die gefleckte Taubnessel angeschaut haben. Hat sie gesagt, ist das mit der Bestäubung ganz klar, ist ihr das noch nicht? Wo kommt der Pollen her? Ist der Pollen von derselben Blüte oder muss der wieder anders herkommen? Wie funktioniert das genau? Und ich habe mir gedacht, ich möchte da. Das so einfach kann man es einfach nicht sagen. Ich möchte das mal runterbrechen bzw. verschiedene Sachen vorstellen, weil es eben verschieden gemacht wird. Und vielleicht fangen wir ganz vorne an. Grundsätzlich geht es einer Pflanze um Vermehrung. Für Vermehrung, wenn es nicht vegetativ passiert, durch irgendwelche Rhizome und Knöllchen oder ja, vegetativ halt, ich sage da gerade auf Schaboxkraut, weil das hat so Wurzelknöllchen und Bulbillen für die Vermehrung. Also, wenn das nicht funktioniert, beziehungsweise nicht die Hauptstrategie ist, dann geht es einfach darum, dass Samen gebildet werden. Jetzt muss man da schon ausholen, weil wir würden ja annehmen, dass Samen gebildet werden können, muss zwingend Pollen und Narbe, also Frau und Mann zusammenkommen, dass eine Befruchtung passiert. Und da werden wir sehen, dass es Spezialisten gibt, die was das umgangen haben. Aber das tun wir mal so, die Norm ist es ja auch, es gibt Pollen von den Männern und es gibt eine Narbe von den Frauen.
Mal schauen, ob wir das da jetzt noch sehen. Wie gesagt, das Platzl ist jetzt ein bisschen unglücklich, weil ich hätte mir gewünscht, dass wir das vielleicht bei einer großen Traubenkirsche machen. Vielleicht gehe ich nachher mit euch beim Heimgehen noch bei einer großen Traubenkirsche vorbei, weil jene Bäume, die was gerade so extrem weiß blühend vorfindet, sind einfach die gewöhnliche Traubenkirsche. Beziehungsweise es gibt auch in manchen Gebieten diese spätblühende Traubenkirsche. Bei mir gibt es die nur angesetzt in Parks. Die ist ein, zwei Wochen später mit der Blüte und hat ledrigere, glattere Blätter. Aber das führt jetzt zu weit. Schauen wir mal, ob man da, das ist eben eine klassische zwittrige Blüte, wo alles vorhanden ist. Staubblätter, wird das scharf? Also ihr seht diese feinen weißen Fädelchen, wo ein gelbes Barschall drauf sitzt, das sind die Staubblätter, was einen Mann ausmacht. Und das muss noch größer gehen. Schauen wir mal, was das da kann. Und in der Mitte, ja, da sieht man das jetzt schön. Seht, da steht ein Stempel raus, also das ist der weibliche Teil. Oben, das ist die Narbe, da sollte der Pollen ankommen. Wieso wird das? Ich werde mir wirklich nur ein Stativ kaufen müssen, wenn das so weitergeht. Oben kommt an dieser Narbe der Pollen an und dann wächst der Pollen mit einem Pollenschlauch nach unten in den Fruchtknoten und da drinnen ist dann die Samenanlage, also das muss befruchtet werden und wenn das befruchtet worden ist, dann kann der Samen entstehen und der Samen wird dann vertragen, kommt wieder ein bisschen auf die Ausbreitungsort an, das schauen wir sich dann im Herbst an. So ist der klassische Weg. Also es muss ein Pollen angekommen und der muss nach unten wachsen können und den Fruchtknoten drinnen, den Samenanlage, das befruchten und dann geht das. Jetzt gibt es eben verschiedene Spezialisten, die was Verschiedenes haben wollen oder Verschiedenes brauchen. Wenn man Vermehrung bedenken, um was geht es, außer um Ausbreitung, ist um Weitergabe von genetischem Material, beziehungsweise durch diese Weitergabe, Vermischung von genetischem Material, die Möglichkeit, sie anzupassen. Also der Optimalfall wäre praktisch, dass verschiedene Genetiken zusammenkommen, also sie vermischen und dann möglicherweise was Neues entstehen kann, was sie in einem neuen Gebiet besser etablieren kann, mehr aushält, neue Eigenschaften entwickeln kann. Also das ist der Wunsch bei der Vermischung von Genen. Das ist bei uns Menschen keine Ausnahme. Also ganz viele Pflanzen wollen das nicht mit den eigenen Pollen befruchtet werden. Und da haben sie verschiedene Strategien entwickelt. Das Einfachste ist, wenn es zum Beispiel, wo haben wir Zweihäusigkeit, wenn es an die Weiden denkt, haben wir da wo eine Weide, Pappel habe ich, irgendwo habe ich eine Silberpappel erst gesehen oder eine Zitterpappel. Aber wenn es da dran denkt, da haben wir eh schon gesehen, da ist auf einem Haus, also auf einem Baum nur Frauen und auf dem anderen nur Männer und dann kann man das schon ganz sicher ausschließen, dass man sie irgendwie selbst bestäubt, weil man ist ja selbst entweder Frau oder Mann und das geht technisch gar nicht. Und das ist das eine. Das zweite, wo sie probieren, dass auf jeden Fall zu einem fremden Pollen kommen, ist Einhäusigkeit, getrennt Geschlechtlichkeit, zum Beispiel unsere Walnuss. Da gibt es eine Männerblüte und irgendwo anders am Baum, die ist nicht weit weg, aber doch nicht zusammensitzend ist die Damenblüte und die helfen sie dann nur so, dass die Damen vorher reif sind wie die Männer. Das heißt, wenn die Dame empfangsbereit ist, blüht der eigene Mann noch gar nicht. Das heißt, irgendwo muss es einen anderen Nussbaum geben, der was schon ein bisschen früher angefangen hat, der schickt dann den Pollen, bestäubt die Narbe und dann fangen erst die Männer an zu blühen. So kann man das auch machen. Wieder andere sind so gestrickt, dass selbst steril sind. Also da ist es genetisch einbaut, dass der eigene Pollen erkannt wird aus eigener Pollen und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, was dann entschieden wird. Das eine ist, der wird gleich daran gehindert, dass er auskeimt, also der kann da landen und es passiert nichts, beziehungsweise kann es sein, dass er auskeimt, aber im Runterwachsen in den Fruchtknoten abstirbt.
Und da gab es dann schon Spezialisten, ich habe ihn da leider nicht. Ich kenne zwar viele Gebiete, aber da ist eben kein Gebiet, das Waldbingelkraut. Das Waldbingelkraut macht so, dass fremden Pollen bevorzugt, aber wenn kein fremder Pollen verfügbar ist, dann darf der eigene Pollen die Befruchtung vollziehen. Das heißt, wenn ein fremder Pollen ankommt, dann wächst der brav nach unten und befruchtet die Eizelle und der eigene Pollen darf auch ankommen, der wächst aber ganz langsam. Das heißt, der kommt zwar auch irgendwann unten an, und wenn nicht schon ein schnellerer fremder Pollen die Eizelle befruchtet hat, dann befruchtet er die eigene Eizelle. Und sonst ist das Spiel eh schon geschehen und der eigene Pollenschlauch, der wächst ins Leere, weil ja die Befruchtung schon geschehen ist. Also voll schlau. Da zum Beispiel haben wir das Lungenkraut und da brauchen wir jetzt wieder das Zoom. Das findet zum Beispiel, was ich euch da jetzt sage, findet zum Beispiel auch bei der Schlüsselblume oder beim Blutweiderich. Da ist es so, dass es eine Verschiedengriffeligkeit gibt. Ich hoffe, dass man das jetzt sieht. Wenn wir da in diese Blüte reinschauen, seht da in der Mitte, das ist der Damenteil und der schließt eigentlich ziemlich gerade da an, wo diese Blütenblätter sich so zum Aufwellen anfangen. Sieht man das? Also da, das steht nicht drüber. Wenn wir das jetzt da die Vergleichsblüte haben, seht ihr das? Da steht auf einmal der Damenteil, also der Stempel, merklich weiter nach außen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, dass das scharf bleibt. Sieht man das? Also das steht merklich drüber. Das ist viel länger, wie das bei diesem Exemplar war. Also das ist Verschiedengriffeligkeit. Das ist ein und dieselbe Ort. Aber es wird verschieden großer Pollen produziert. Ich weiß in dem Fall jetzt nicht, ob die langgriffeligen in kleinen Pollen produzieren und die kurzgriffeligen in großen. Es ist aber so, dass der eigene Pollen auf der Narbe angekommen nicht wirklich passt. Das heißt, es muss von einer kurzgriffeligen Version der Pollen zu langgriffeligen finden und von langgriffelig zu kurzgriffelig, dass das mit dem Auskeimen vom Pollenschlauch überhaupt funktioniert. Und da kann man natürlich, dass wir das nur dazu sagen, weil die Frage war ja, muss die Hummel, wir haben da die Hummel gesehen, die was bestäubt, muss die den fremden Pollen, muss das die Hummel mitbringen? Da gibt es natürlich verschiedene Konzepte. Manche sind auf Windbestäubung ausgelegt, so wie die Walnuss, die braucht keine Insekten. Und andere sind wieder sehr wohl ausgelegt drauf, dass Bestäuber vorbeikommen, also da die Taubnessel freut sich, wenn ein Bestäuber vorbeikommt. Die Taubnessel kann aber beides, also die mag fremden Pollen, aber mag auch einen eigenen Pollen, also die ist selbst fertil und sogar so weit, dass es gleistogame Blüten gibt, die was praktisch nie aufgängen, die was sie technisch vorgesehen immer selbst befruchten, dass sicher Samen ausgebildet werden. Übrigens, schaut, da, ich habe euch gesagt, es gibt eine weiße Taubnessel, ich habe euch da eine mitgebracht, also, dass man das sieht. Ihr seht, vom Blütenaufbau ist das 1-1, also da oben das Helmchen und unten sind dann diese zwei Lippen. Da sind bei der gefleckten Taubnessel unten diese großen Lippen gefleckt. In dem Fall ist nur ganz wenig gefleckt, aber dennoch, weil ich habe auch die purpurrote Taubnessel diesmal mit, da brauchen wir noch mehr Zoom. Schaut, wie klar, dass da diese Unterlippchen sind. Und da gibt es dieses Fleckenmuster nicht in dieser Art und Weise, wie das bei der gefleckten Taubnessel angelegt ist. Und diese Unterlippchen, die sind viel, viel kleiner. Also sieht man das. Wenn ich da schon noch dabei bin, nur dazu, das ist natürlich auch so gebaut, wenn da ein Bestäuber zum Sitzen kommt mit seinem Gewicht, druckt er dann natürlich auch diese Staubblätter und die Narbe ein bisschen nach unten und dann streicht es eben in dem Fall über seinen Rücken. Ja, also die Taubnessel kann praktisch beides, die mag einen eigenen Pollen und kann mit einem eigenen Pollen und schätzt aber auch Fremdbestäubung. Dann gibt es Pflanzen, die sind besonders so Ruderalpflanzen, also Pflanzen, die was man
meistens jene Pflanzen, die was wir gern als Unkraut bezeichnen, weil sie massig auftreten. Da gehört zum Beispiel auch, das ist halt ein Mittelvertreter, die purpurrote Taubnessel dazu, aber zum Beispiel habe ich da mitgebracht das bittere Schaumkraut. Die sind per se darauf ausgelegt, dass sie sich selbst bestäuben. Hat den Sinn, also das sind so Pionierpflanzen, die was als erstes irgendwo zum Wachsen anfangen, wenn einmal eine gestörte Fläche ist oder was niedergeschmäht worden ist oder was umbrochen worden ist oder Feuer war oder solche Sachen. Die wachsen als erstes, sind halt Pioniere und die haben einfach oft nicht irgendwie Kollegen da, die was die dann bestäuben bzw. befruchten könnten. Und die müssen sie ja zwingendermaßen selbst bestäuben oder selbst befruchten, dass es Vermehrung gibt. Was aber natürlich dann passiert ist, dass dort nur Klone gebildet werden. Das kann einerseits praktisch sein, weil wenn ich in einem Gebiet bin, wo ich eh gut wachse und ich klone mich immer, dann haben meine Nachfahren dieselben Eigenschaften und die wachsen dann auch gut. Das Blöde ist, wenn ich mich ausbreite und ich komme irgendwo hin mit meiner Ausbreitung, wo es kühler ist oder heißer ist oder sonst irgendwie anders ist, und dann kann ich mich aber nicht anpassen, wenn ich mich immer nur klone. Also da ist ein bisschen der Pferdefuß am Klonen. Darum macht es eigentlich Sinn, dass die genetische Vermischung gibt. Aber es gibt eben so auch die, was ausgelegt sind auf Selbstbestäubung, die haben kein Interesse in echt an irgendwelche Fremdbestäuber, die machen ja ein Spiel selbst, super Sache. Und dann gibt's wieder Spezialisten, so wie der Löwenzahn, und das nur mal ganz kurz ausgeholt. Der Löwenzahn, der wie die Brombeere, das stimmt, das, bei der Brombeere ist es auch so. Ganz viele Löwenzähne machen ein Spiel selbst komplett ohne Bestäubung. Da ist nicht wichtig, ob ein Fremdbestäuber oder eine Selbstbestäubung passiert. Die können Samen bilden, ohne dass jemals irgendwas mit Pollen und Narbe und sonst irgendwas passiert ist. Und zeitgleich gibt's Löwenzähne, und das hat eben mit der Chromosomensatzanzahl zu tun. Wenn das interessiert, das wird jetzt viel zu lang. Das habe ich da einmal eben lang und breit erklärt. Da geht's um Chromosomensätze, ob es zwei Sätze gibt oder drei Sätze, und wie sie die miteinander wieder vermischen. Wenn der mit dem zusammenkommt, dann kann er doch noch, dann macht er doch Samen mit Pollen. Wenn aber dies auf dies kommt, dann geht das gleich gar nicht und. Also voll interessant. Also es gibt eben auch wirklich Pflanzen, die was ohne Bestäubung sie selbst mit Samen ausstatten können, Samen auswerfen, und natürlich ist auch dies dann eine Klongeschichte. Also wir haben praktisch zwittrige Pflanzen, die was beides sein können, die was entweder selbst fertil sein können und auch trotzdem für andere Artgenossen Samen annehmen. Wir haben zwittrige Pflanzen, die was nur von anderen Artkollegen den Pollen austragen können. Wir haben Pflanzen, die was nicht einmal irgendwie selbst einen Pollen brauchen, dass sie sich weiterentwickeln können oder Samen produzieren können. Wir haben Pflanzen, denen es eigen ist, dass Hauptstrategie Selbstbestäubung ist. Wir haben voll die gefinkelten Ideen, wie es denn sein kann, dass ich mich nicht selbst bestäube. Also entweder versetzte Blühzeiten oder auf verschiedenen Häusern wachsend oder genetische Inkompatibilität gegenüber den eigenen Pollen, oder wenn der eigene Pollen schon in mir reinwächst, dann schaue ich, dass der Pollenschlauch abstirbt. Also all das gibt's. Und da, wenn das irgendwie passt es da dazu, weil es eine Spielart der Natur ist. Schaut, das ist eine Kirsche, aber mit gefüllten Blüten.
ich werde es immer wieder mal sehen und es ist in vielen Gärten angesetzt und wir Menschen haben eine Mordserfreude mit gefüllten Blüten, weil es irgendwie scheinbar, in meinem Auge ist ja das gar nicht so, dass die schöner sind. Also weil ein Kirschbaum mit normalen Blüten ist für mich mindestens so blühprächtig und blühfreudig wie ein Baum mit gefüllten Blüten. Und ein Baum, der was normale Blüten hat, der hat Pollen und Früchte hinten nach, also der versorgt Tiere und Insekten. Da haben wir gefüllte Blüten und gefüllte Blüten sind im Grunde eine Spielart der Natur und da kann ich euch das jetzt ein bisschen sagen. Ich hoffe, ihr habt die Kirschblüte noch im Kopf und vielleicht kommen wir ja nachher noch vorbei, wo noch eine Kirsche ist, da sind wir schon ein bisschen hinten nach. Schaut, gefüllte Blüten haben einfach wesentlich mehr Kronblätter, also jene Blätter, die was man als hübsch bezeichnen bei Blüten. Und da in dem Fall sind sogar noch ein paar Staubblätter über, also Staubfaden mit Batscherl drauf, weil diese extrigen Kronblätter sind umgestaltete oder nicht als Staubblätter ausdifferenzierte Staubblätter. Also, dass die mehr Kronblätter haben kann, diese Blüte hat dadurch weniger Staubblätter. Heißt aber natürlich auch, wenn das ins Extrem geführt wird, dass gar keine Staubblätter mehr über sind, beziehungsweise so wie es in der Blüte ist, sind zwar nur Staubblätter da, nur die Staubblätter sind so gut versteckt in diese ganzen Kronblätter, dass einfach Bestäuber unmöglich macht, beziehungsweise auch nicht irgendwie sexy macht, weil man sieht es auch nicht, man kommt nicht gut dazu, dass da Bestäubung passiert. Das Ganze ist in echt eine Spielart der Natur, also eine Mutation, aber wir Menschen haben das dann einfach, weil es uns optisch anspricht, durch Züchtung, nicht weiterentwickelt, aber großflächig zugänglich gemacht. Also es wird natürlich dann im Gartenbau und in die, was uns die Pflanzen und Bäume zur Verfügung stellen, wird das durch Selektion immer weiter züchtet, beziehungsweise aufgepfropft, beziehungsweise durch Setzlinge vermehrt. Genau jene Sonderexemplare, die was natürlich entstanden sind, und das verbreitet sich dann oft in unseren Gärten. Und da ist halt dann in der Regel so, dass die Befruchtung unterbunden ist, weil eben entweder Bestäuber schlecht dazukommen oder gleich überhaupt kein Pollen nicht verfügbar ist, wenn alle Staubblätter in Blütenblätter umgewandelt worden sind. Tollerweise gibt es da dann auch wieder, also die Natur, die findet immer wieder Möglichkeiten. Es gibt, wenn das nahe Verwandte sind, wo funktioniert denn das? Es fällt mir gerade nicht ein, aber es geht grundsätzlich. Sauerdorn und irgendwie ein Bass zusammen. Ich weiß jetzt nicht, Entschuldigung, aber die Geschichte kann ich erzählen. Wenn so eine gefüllte Blüte keinen eigenen Pollen mehr erwischt, aber ihr seht ja, die Narbe, wo sieht man das jetzt? Die Narbe ist ja noch verfügbar. Augenblick, haltet euch fest, ich schaue, dass ich da die Narbe sichtbar mache. Ja, da in der Mitte seht ihr, das grüne Stabal ist die Narbe. Die Narbe ist ja nach wie vor verfügbar. Und wenn es genetisch möglich ist, mit einer in der Familie vorkommenden anderen Art, die was genetisch kompatibel sind, dann können auch solche Blüten doch wieder Früchte ansetzen, weil sie mit einem Pollen einer anderen Art bestäubt werden können. Ja, so ein bisschen Ausflug, was mir vielleicht auch noch einfällt, punkto Bestäubung, wenn ihr einen Apfelbaum haben wollt und ihr nur einen Apfelbaum setzt, dann wird das zum Beispiel nicht funktionieren, wenn nicht in der Gegend ein weiterer Apfelbaum ist. Weil Apfelbäume sind eben auch selbst steril, das heißt, sie können sie nicht selbst befruchten, man braucht einen zweiten Apfelbaum und der muss dann auch noch von einer passenden Sorte sein, dass das gut funktioniert. Unsere Gartentechnik, die was auch solche Sachen erzeugt, hat natürlich das mittlerweile auch so gemacht, dass ihr
Da müsst ihr halt beim Einkaufen schon drauf achten. Doch nur einen Apfelbaum setzen braucht es, weil auf diesen einen Apfelbaum eine zweite Sorte aufgesetzt ist, die was praktisch sich gegenseitig auf einem Baum dann mit Pollen versorgen können. Also sowas finde ich dann immer wieder voll interessant, auf was man denn alles zum Denken hätte, wenn man Früchte haben möchte. Ja, also ich hoffe, die Frage oder die Idee, wie das jetzt mit Bestäubung ein bisschen funktioniert, ist ein bisschen klarer geworden. Ich weiß, das war vielleicht auch weit ausgeholt, aber manchmal hole ich echt gern weit aus. Ich hoffe, man hat das ein bisschen gesehen, da, dass diese Verschiedengriffeligkeit, also wie gesagt, das gibt es eben auch beim Gilbweiderich, beim Blutweiderich und bei der Primula, also bei der Schlüsselblume. Und ja, eine tolle Sache. Wir sehen sie beim nächsten Dinge da draußen. Ja, führt euch ein bisschen spazieren gehen, schauen gehen, vielleicht nichts abreißen. Ich habe das heute ausnahmsweise gemacht. Und das, was abreißt, und man kann es essen, könnt ihr dann einfach auch gleich nochmal kosten. Gut, dann bis zum nächsten Mal.